Susanne Volz ist 47 Jahre alt, gebürtig aus Karlsruhe und in Wörth aufgewachsen, wo sie am Europa-Gymnasium das Abitur ablegte. Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau bei Mercedes-Benz in Wörth arbeitete sie als EDV-Betreuerin in der Personalabteilung und absolvierte berufsbegleitend an der Fachhochschule in Ludwigshafen ein Studium zur Diplom-Betriebswirtin. Seit 17 Jahren wohnt sie in Essingen, ist verheiratet, hat eine Tochter und zwei Söhne. Gemeinsam bewirtschaften sie ihr Familienweingut im Ort. Seit 2004 ist sie Mitglied im Gemeinderat und sie hat sich jetzt zur Wahl als Ortsbürgermeisterin gestellt. Frau Volz, 2009 haben Sie eine mögliche Kandidatur aus familiären Gründen nicht in Erwägung gezogen und Frau Nowak-Josten den Vortritt gelassen, obwohl Sie sicherlich schon damals eine gute Chance gehabt hätten. Ich gehe deswegen davon aus, dass Ihre Familie nun geschlossen hinter Ihrer Entscheidung steht und Sie Familie, Beruf und auch die Gemeindearbeit als Bürgermeisterin bewältigen können. Ja, grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass es eigentlich 2009 nicht daran lag, dass die Familie nicht hinter mir gestanden hätte. Es lag zum einen daran, Frau Nowak-Josten stand uns als Kandidatin ja noch zur Verfügung. Sie wollte gern wieder kandidieren, was wir auch alle geschlossen vertreten haben. Aber sicherlich ist es so, meine Familie, meine Kinder vorrangig, sind 5 Jahre älter geworden, selbstständiger geworden. Und natürlich steht meine Familie hinter mir. Eine solche Entscheidung würde ich nicht alleine tragen und meine Familie nicht im Rücken wissen wollen. Das würde ich nicht machen. Sie haben nun eine immerhin 10-jährige Erfahrung im Gemeinderat Essingen hinter sich. 6 Jahre davon habe ich Sie miterlebt. Obwohl der Gemeinderat oft quer durch alle Parteien, sagen wir mal, sehr lebhaft und schwungvoll diskutiert hat, habe ich Sie öfter als ausgleichende Persönlichkeit in und für die FWG wahrgenommen. War das bereits als Vorbereitung für ein kommendes Amt zu sehen oder sind Sie generell eine ausgleichende Persönlichkeit? Ja, also ich würde mal sagen, obwohl das Theaterspiel ja zu einem meiner Hobbys zählt, wäre es selbst für einen geübten Schauspieler schwierig, über so viel lange Zeit eine ausgleichende Persönlichkeit in Vorbereitung auf ein eventuelles Amt zu spielen. Das war garantiert nicht in Vorbereitung auf irgendwelche Ämter. Ich würde schon sagen, das liegt in meiner Persönlichkeit. Ich versuche immer ausgleichend und konstruktiv zu arbeiten, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass wildes Diskutieren so gut und so produktiv, wie es oft sein mag, letztendlich aber zu nichts führt. Also man muss doch wieder versuchen, auf eine Schiene zu kommen. Und ich würde schon sagen, das liegt in meiner Persönlichkeit. Als Bürgermeisterin, Frau Volz, hätten Sie die Pflicht, Mehrheitsbeschlüsse umzusetzen. Es steht zu erwarten, dass CDU, SPD und FDP eine Interessenkoalition wie auch schon in den Jahren zuvor bilden werden und damit die FWG und BGL, also die Grüne Bürgerliste, GBL umgedreht, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Essinger Gemeinderat nicht verändern sollten, überstimmen können. Sie könnten dann in die Situation geraten, gegen die Interessen Ihrer Vereinigung und damit auch gegen Ihre eigenen Interessen handeln zu müssen. Verlierer solch eines Interessenkonfliktes könnten Essinger Bürger und Bürgerinnen sein. Kann man davon ausgehen, dass Sie trotz einer solchen Situation den Mehrheitswillen umsetzen werden? Gut, grundsätzlich ist natürlich immer mal noch die Hoffnung, dass sich vielleicht die Mehrheitsverhältnisse im Rat bei der nächsten Wahl doch ein bisschen ändern. Sollte das nicht der Fall sein oder egal auch wie es ausgeht, wir leben in einer Demokratie. Und selbstverständlich werde ich mich hüten davor, Dinge, die mehrheitlich demokratisch beschlossen worden sind, nicht umzusetzen oder gar wieder aufzuheben, nur weil ich persönlich oder meine FEG damit nicht leben könnte. Das werde ich natürlich nicht tun. Aber ich habe schon die große Hoffnung, dass wir in zukünftigen Gemeinderatsarbeit so arbeiten werden, dass wir sehr wohl zum Wohle der Essinger Bürgerinnen und Bürger arbeiten und nicht nur in Parteien oder Vereinskonflikten stehen, sondern dass wir versuchen, gemeinsam was auf den Weg zu bringen, was allen dienlich ist und was ich dann auch guten Gewissens vertreten und umsetzen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, werde ich natürlich auch andere Beschlüsse umsetzen. Das wird meine Aufgabe sein als Bürgermeisterin.
In den vergangenen Jahren ist ja in Essingen sehr viel erreicht worden. Ich erwähne nur Dahlberg, Karls Schule, Kindergarten, Jugendzentrum, Vereinshaus und eine sich fortschreibende Dorferneuerung. Wo wollen die ihren Schwerpunkt und ihre Akzente setzen, um Essingen noch liebens- oder lebenswerter zu gestalten, wie Sie in Ihrem Statement geschrieben haben? Ja, Sie sagen richtig, es ist vieles getan worden, vieles ist zum Wohl von Essingen getan worden. Aber gerade wenn man sieht, Kindergarten, Schule, Jugendtreff, mir fehlen die Senioren in Essingen ein bisschen. Also da wäre was, wo wir auf jeden Fall ansetzen möchten. Wir wollen verschiedene Ruhezonen im Ort schaffen, möchten vielleicht seniorengerechtes Wohnen forcieren. Wir wollen am Friedhof etwas gestalten, aber auch das Vereinshaus, was Sie angesprochen haben, ist im Prinzip ja nicht gemacht worden. Das wird eines der nächsten großen Projekte werden. Das haben wir jetzt in Angriff genommen. Und auch, ich denke, die Dahlberghalle wird noch eine große Baustelle sein. Sie sagen ja, dass viele Dinge in den letzten Jahren liegen geblieben seien, die Sie aufarbeiten wollen. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Ja, eins davon habe ich ja schon angesprochen. Das ist die Dahlberghalle hier vor Ort. Dort wurde immer nur stückweise etwas getan, wird auch jetzt wieder etwas getan. Da fehlt uns das große Gesamtkonzept. Aber auch, wenn man auf die Straßen rausgeht, ein Verkehrskonzept hatten wir schon mehrfach in unserem Haushalt stehen. Es wurde immer wieder rausgestrichen. Da werde ich von Bürgern immer wieder darauf angesprochen, dass es für Sicherheit, für Parken, dass dort etwas getan werden muss. Aber auch im Bereich Natur. Aktion Blau ist schon ganz lange Thema bei uns, wollen wir schon ganz lange mit auf die Agenda nehmen und es kommt wieder. Sie haben auch das Verkehrskonzept angesprochen. Haben Sie da schon Ideen? Haben Sie da schon vielleicht Vorschläge? Oder schwebt Ihnen da etwas vor, was man da machen könnte? Ich habe keine konkreten Ideen. Natürlich, wenn man im Dorf selber viel unterwegs ist, gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man sieht unheimlich viel. Man kommt an ganz viele Ecken, wo man merkt, dass die Situation gefährlich ist für die Kinder, aber auch für Leute, die mit Kinderwagen, Rollatoren auf die Straße müssen, weil der Gehweg zu eng ist, weil zu lang geparkt wird. Es gibt nichts Konkretes, es gibt sehr, sehr viele Ansatzpunkte und ich denke, da muss ein Fachmann ran und muss uns da was vorschlagen. Es ist nicht damit getan, einzelnen Wünschen gerecht zu werden, dass jemand sagt, ich hätte gern den Parkplatz weg und dafür da einen hin. Das sind immer nur punktuelle Dinge, da muss grundsätzlich was getan werden. Sie haben nun verschiedene Dinge erwähnt und auch angedacht. Welches dieser Dinge oder diese Ziele hat für Sie Priorität? Was würden Sie als erstes anpacken? Als erstes würde ich keins von den genannten Zielen anpacken. Als erstes würde ich versuchen, unsere Bürgerschaft mehr ins Boot zu kriegen, mehr mit zu integrieren in Entscheidungen. Ich werde bestimmt nicht nur einmal im Jahr eine vorgeschriebene Einwohnerversammlung machen. Es wäre mein erster Wunsch, dort die Bürger an den Tisch zu holen, mal zu fragen, gerade bei großen Projekten, sei es Vereinshaus, sei es Friedhofumgestaltung, die Bürger an den Tisch zu holen, die Vereine an den Tisch zu holen und versuchen, ein Miteinander im Ort hinzubekommen und dann gemeinsam zu planen, was machen wir mit dem Vereinshaus, was machen wir auf dem Friedhof, was stellt ihr euch beim Verkehr vor? Das wäre mein allererstes Anliegen und dann die einzelnen Projekte angehen. Das ist im Prinzip viel Arbeit. Sie sprechen hier Perspektiven für die Zukunft an und Sie erwähnen dabei als weiterzuentwickelndes Attribut eine starke Gemeinde mit bürgerlichem Engagement. Aber genauso wie Regen und Schnee zumindest ein Staubkörnchen als Kondensationskeim benötigen, so benötigt auch eine starke Gemeinde einen Impuls, um etwas Neues zu leisten. Haben Sie für diesen Impuls bereits eine Idee? Wie wollen Sie als Bürgermeisterin Essingen fördern und welche Perspektiven können Sie da entwickeln? Also ich würde mal sagen, dieses Staubkörnchen, um etwas in Bewegung zu bringen, wird sein, dass ich eine Offenheit signalisiere, eine ehrliche Offenheit, ein ehrliches Interesse daran, zu hören, was die Bürger möchten, was die Bürger wünschen. Ich hoffe damit, die Bürger motivieren zu können, auch wirklich sich aktiv einzubringen, zu Einwohnerversammlungen zu kommen, denn sie werden ein offenes Ohr finden bei mir und hoffentlich auch bei sehr vielen Gemeinderatsmitgliedern. Das wird der Impuls sein, um etwas bewegen zu können.
Natürlich können Sie nicht überall sein, das ist klar. Und das hat man ja auch schon in der Zeit als nicht eventuelle Bürgermeisterin gesehen. Vom ABV her zum Beispiel, da waren Sie auch unheimlich eingespannt. Da gab es ja einiges zu tun. Aber in den vergangenen Jahren habe ich selbst auch oft ein gewisses Desinteresse der Vereine aneinander festgestellt. Und glauben Sie, eine gewisse Einigkeit im Dorf herstellen zu können und mit den örtlichen, dörflichen Institutionen kreativ zusammenarbeiten zu können? Ja, da bin ich fest von überzeugt, denn in einzelnen Gesprächen mit anderen Vereinsvorsitzenden, aber auch Mitgliedern der Vorstandschaft von Vereinen, habe ich ganz oft das Bedürfnis gehört und eigentlich den dringenden Wunsch zu mehr Zusammenarbeit, zu mehr Zusammenhalt. Eigentlich ist das der große Wunsch in allen Vereinen, denn, und auch in allen Institutionen, denn jeder hat heutzutage auch mit dem Problem zu kämpfen, dass man immer weniger Leute kriegt, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Und wenn die Vereine da zusammenhalten und zusammenarbeiten, denke ich, lässt sich sehr, sehr viel bewirken. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Sie gebrauchen die Floskel, hierbei möchte ich eine Bürgermeisterin für alle sein, stets aufgeschlossen für Ihre Wünsche, Ideen und Anregungen. Das aber hört man in jedem Wahlkampf vom Vereins bis zum Bundespräsidenten. Wären Sie in der Lage, dieses Schlagwort mit Leben zu füllen? Ja, da bin ich überzeugt davon, denn ich habe es nicht als Floskel gemeint. Das war mir schon bewusst in dem Moment, wie ich diese Floskel gebraucht habe. Die hört man sehr oft. Aber ich denke, man muss glaubwürdig rüberbringen, ob man das als Floskel meint oder ob man wirklich mit ganzem Herzen dahinter steht und das umsetzen möchte. Und da bin ich überzeugt davon. Frau Volz, ich danke Ihnen für das Interview. Gerne.